Herzlich willkommen zum Video der Auftakt ins Wassermann-Zeitalter. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du hier dieses Video anschaust und in den nächsten so 30, 45, vielleicht auch 60 Minuten werden wir hier tiefer eintauchen in diese Energien. Denn jetzt geht's los. Das Wassermann-Zeitalter ist im Grunde schon längere Zeit am Aufsteigen, aber die Intensivierung, die jetzt stattfindet, die wird so enorm sein, sodass wir hier von einem Auftakt ins Wassermann-Zeitalter sprechen können. Wir werden hier in diesem Video ein Horoskop ganz besonders anschauen. Die Konjunktion vom Jupiter-Saturn, die jetzt am 21.12.2020 stattfindet. Ich nehme dieses Video genau heute hier am 21.12. auf. Und diese Energie, die ist wirklich so spannend und wird den Zeitgeist die nächsten 20 Jahre prägen. Die nächste Konjunktion von Jupiter-Saturn wird 2040 stattfinden im Zeichen Waage. Und bis dahin wird dieses Horoskop sehr, sehr stark den Zeitgeist prägen. Und was dieses Horoskop beinhaltet, was das für eine Energie ist, das werden wir hier aller Ausführlichkeit besprechen. Die Chancen, die dieses Horoskop bietet, die diese Energie bietet, werden wir hier ausführlich besprechen. Mega spannend ist, dass diese Konjunktion von Jupiter-Saturn zeitgleich zur Wintersonnenwende stattfindet. Am 21.12. heute ist nämlich auch Wintersonnenwende, der Sieg des Lichts, sodass diese magische Energie der Wintersonnenwende mit diesem Konjunktionspunkt sich vereint und besonders machtvoll, besonders kraftvoll sich auswirken wird. Ich sehe in den nächsten 40 Jahren, ich sehe in den nächsten 20 Jahren bis 2040, ja, ich sehe in den nächsten 20 Jahren ein Wendepunkt. Es wird jetzt in den nächsten 20 Jahren eine kosmische Wende sich ereignen hier auf der Erde. Es wird sich eine Erneuerung und Befreiung ereignen, wie sie so noch nie da war. Das hängt natürlich auch mit diesem Wassermann-Energie zusammen. Jupiter und Saturn befinden sich im allerersten Grad von Wassermann. Der Jupiter ist vor kurzem erst vor 2 Tagen ins Wassermann gewechselt, Saturn vor 4 Tagen. Und im allerersten Grad vereinen sich und setzen jetzt eine Energie frei, die die nächsten 20 Jahre prägen wird. Das ist die Energie der Befreiung, die Energie der Freiheit, die Energie der Erneuerung. Wassermann-Energie, die Energie, wo unglaublich schnell jetzt Entwicklung und Entfaltungen, ja, Evolution stattfinden kann, stattfinden wird. Wichtig ist, dass der Mensch sich für diesen Geist der Erneuerung öffnet. Denn nur wenn er sich wirklich öffnet und diese Veränderung in sich realisiert, wird es dann auch immer mehr im Außen gespiegelt und zu wundervollen Erfahrungen, zu wundervollen Transformationen führen, die so von vielen Menschen herbeigesehnt werden. Ich sage nur das goldene Zeitalter, der Anbruch des goldenen Zeitalters, der jetzt mit dem auslaufenden Maya-Kalender 2012 in Verbindung gesetzt wird. Im Grunde läuft dieser Aufstiegsprozess seit den späten 80ern. Ich habe das ja schon in anderen Videos erläutert. Und jetzt in den 20ern wird er eine enorme Beschleunigung erfahren, auch durch dieses Horoskop wird nämlich diese Energie aktiviert. Und was das genau bedeutet, gehen wir jetzt nämlich mal drauf ein. Jupiter und Saturn im allerersten Grad von Wassermann. Jupiter Saturn ist eine Energie, man kann sagen, sie ist generationsprägend. Ja, also hat eine Auswirkung dahingehend, dass jetzt eine neue Generation oder der Einfluss einer neuen Generation immer wirksamer wird. Andersrum gesagt, diese Energie wird gesellschaftliche Veränderungen bringen, die, wenn wir uns komplett dafür öffnen, ja, absolut fantastisch sind. Vor Veränderungen hat der Mensch ja in der Regel immer Angst. Ja, der Mensch ist meines Erachtens ein wenig seltsam, weil wenn die Dinge gut laufen, belässt er alles beim Alten. Nur es gibt eben diese Tatsache, dass alles in Veränderung ist. Alles ist im stetigen Wandel. Doch der Mensch will immer alles beim Alten belassen und dadurch kommt es zu gewissen chaotischen Erfahrungen. Denn wenn alles im Wandel ist, aber man immer am Alten festhält,
dann gibt es einen Widerspruch, der dann eben dazu führt, dass chaotische Tendenzen sichtbar werden. Wenn die Dinge nicht so gut sind, bemüht er sich um eine Verbesserung. Ist aber alles gut, dann will man am Alten festhalten. Wenn jetzt aber der Aufstieg geschieht, bedeutet ja tiefgreifende gesellschaftliche Veränderung. Jedoch, wenn man am alten System festhält, dann tauchen die Schwierigkeiten auf, wie sie eben jetzt gerade auftauchen. So gesehen sind diese Schwierigkeiten, diese Herausforderungen, die da auftauchen da draußen, eigentlich der ganz klare Hinweis: öffne dich für den inneren Wandel. Je gravierender die Veränderungen im Außen sind, je schwieriger es im Außen ist, verstehe nicht, dass der Kosmos gegen dich was hat oder das Universum dich irgendwie beschneiden will, sondern es sind die Zeichen. Endlich, es ist eine dringliche Aufforderung, endlich für den inneren Wandel sich zu entscheiden. Weil wenn das geschieht, wird die Veränderung im Außen auf einmal sich wandeln und die Dinge viel mehr, viel positiver verlaufen. Und genau darum geht es nämlich jetzt in den nächsten Jahren. Wenn jetzt, wir haben Saturn-Uranus-Quadrat, das bedeutet Saturn im Wassermann, Uranus im Stier, die alte Sicherheit wird herausgefordert, das, was früher uns Sicherheit gegeben hat, wird umgestürzt, weil neue Geschichten einfach jetzt entstehen sollen, die einfach viel zukunftsfähiger sind. Man kann es auch gut auf den Punkt bringen, das alte System, so wie wir es kennen, es ist nicht zukunftsträchtig. Es ist einfach menschenunfreundlich, es ist einfach umweltunfreundlich und es kann so nicht weitergeführt werden. Was nämlich jetzt auch passieren wird, ist eine Aktivierung des Wassermanngeistes, dass wir immer mehr kosmologisches Bewusstsein erlangen. Dass wir immer mehr den Kosmos als Ganzes betrachten. Der Mensch ist sehr auf die Erde beschränkt und dem interessiert nicht irgendwie, ob es da draußen jemand gibt oder nicht. Was mir wichtig ist, dass das Geld fließt, dass ich meine Familie sichern kann, dass ich irgendwie überlebe. Aber diese falsche Identität, nämlich ein begrenztes Wesen zu sein, das geboren wird und das irgendwie groß wird und Familie und dann am Ende des Lebens geht es wieder zurück. Diese kleine begrenzende und stark eingeschränkte Sichtweise, diese wird jetzt nämlich auch aufgebrochen. Der Mensch findet im Wassermann zu einer neuen Identität, dass er begreift, dass er nicht ein Mensch ist, sondern du wirst zu einem Menschen konditioniert. Klar hast du einen menschlichen Körper, aber du bist viel mehr als Mensch. Du bist umfassendes Bewusstsein, du bist ein Lichtwesen. Du bist ein Lichtwesen und der Kosmos ist auf magische Weise mit dir verbunden. Und da draußen gibt es noch viele andere Planeten, die ähnlich wie wir Gesellschaften haben und ein Leben führen. Und das Bewusstsein dahingehend zu öffnen, dass wir nicht nur hier auf Erden leben, sondern dass es auch wichtig ist, dass dieser Planet etwas Wundervolles ist, dass es ein Lebewesen ist, dass Gaia selber ein Lebewesen ist, was wir achten dürfen, achten sollten. Das wird jetzt immer mehr durchbrechen. Also wir stehen vor einer enormen Phase der Aufklärung. Es wird ein Bewusstsein durchbrechen, was die Erde wirklich ist, wie die Erde in Beziehung zum Kosmos steht, dass eben nicht irgendwie scheinbar wir vielleicht nur die Einzigsten sind, sondern dass viele andere da draußen, ähnliche wie wir hier, Planeten gibt, Orte gibt, wo Millionen, vielleicht sogar Milliarden Seelen inkarniert sind. Da passiert eine unglaubliche Veränderung. Ja, das Wassermann-Prinzip, das ist mega spannend, über den Wolken. Ja, über den Wolken. Das ist dieses Prinzip, dass wir über den Tellerrand schauen, über die Wolken mal rausschauen. Aber wir erleben, was wir jetzt erleben werden in den nächsten 20 Jahren, das wird komplett die Erde, komplett das Menschsein umwandeln. Es wird krasser sein als der Schnitt vom Mittelalter zur modernen Zeit. Es wird viel krasser sein, weil jetzt echtes kosmisches Bewusstsein erwacht, der Mensch sich seiner Genialität bewusst wird und erkennt, dass er nicht ein kleines begrenzendes Wesen ist, sondern dass er eigentlich göttlich ist, Lichtwesen, Energiewesen, das voller Genialität ist. Bis dato hat der Mensch nur 5% seines schöpferischen Potenzials gebraucht. Stell dir einen Kuchen vor,
einen klitzekleinen Krümel diesen Kuchens. Damit hat der Mensch sich identifiziert bis dato. Aber du bist der ganze Kuchen. Wow, was ist da noch alles möglich? Was steckt da in uns drin? Wir sind Zauberer, wir sind Zauberinnen, wir sind Magier, Magierinnen, wir sind Schöpfer, Schöpferinnen. Und das wird durchbrechen in den nächsten Jahren. Ein neuer Mensch wird geboren, kann man sagen. Und diese Aufforderung haben wir seit 10, 20 Jahren, uns für dieses Potenzial zu öffnen. Doch die wenigsten tun's, die wenigsten gehen in ihre wahre Größe. Sie halten fest am alten Bewusstsein. Sie halten fest an den vermeintlichen Sicherheiten des Jobs, der einen Sicherheit gibt, der aber vielleicht zulasten der Umwelt, zulasten von anderen irgendwie, wie auch immer. Es ist egal, Hauptsache ich habe so meine Sicherheit, Hauptsache ich gehe diesen vorgezeichneten Weg, den die Gesellschaft vorgibt und der vermeintlich Sicherheit gibt. Was jetzt passiert, ist der Aufbruch eines neuen Bewusstseins, dass wir verstehen, dass wir mit allen vernetzt sind und dass wir Menschen untereinander alle vernetzt sind. Und je mehr wir ein Bewusstsein dahingehend entwickeln, dass wir alle Brüder und Schwestern sind im Geist, wird es ein neues Miteinander geben. Ein neues Miteinander, das wird alles verändern. Es findet die Geburt eines neuen Bewusstseins statt. Saturn, Jupiter ist das Erwachen der Wassermann-Energie in uns. Das bedeutet Befreiung, Freiheit. Und die meisten Menschen suchen vor allen Dingen die Freiheit im Außen. Aber die Freiheit im Inneren, die ist viel fundamentaler, weil wenn man die Freiheit im Inneren erlangt hat, dann ist im Grunde egal, wie es im Außen ist. Also sprich, man kann auch zum Beispiel im Gefängnis sein und trotzdem sich vollkommen frei fühlen. Dass man eben die Mauern nicht als Einschränkung erfährt. Und genau das soll eben stattfinden, dass wir im Inneren die Mauern niederreißen. Und was sind die Mauern? Die Mauern sind negative Gedanken, die engen uns ein. Die machen uns klein, die führen dazu, dass wir uns eingeengt fühlen. Ja, und eben beschränkende Glaubenssätze. Und das ist es, dass wir uns jetzt öffnen, dass wir unsere Gedanken erneuern, dass wir uns erkennen als Bewusstsein. Wir verfügen über Gedanken. Wir sind nicht die Gedanken, sondern die wahre Freiheit liegt darin, dass wir erkennen, dass wir Bewusstsein sind. Und innerhalb dieses Bewusstseins steigen Gedanken auf. Und du hast die Möglichkeit, diese Gedanken zu beobachten. Und du siehst, oh Gott, das sind ängstliche Gedanken. Ich mache mir gerade Sorgen über die Zukunft. Und du beobachtest einfach diese Gedanken. Einfach beobachten, nicht reingehen. Der Mensch geht rein in die Sorge und er wird mehr zur Sorge und er fühlt sich gefangen, weil die Sorge, sorgenden Gedanken, ich bin eins mit diesen. Ich denke, also bin ich. Also ich denke und ich bin mit diesen Gedanken verschmolzen. Und das ist der Irrtum, den der Mensch hat. Du bist nicht die Gedanken, sondern du bist Bewusstsein. Und je mehr es dir gelingt, deine Gedanken einfach zu beobachten, wirst du sehen, wie schnell sich negative Gedanken beruhigen. Sie werden still, weil du keine Energie mehr reinlegst, weil du nicht dich mehr mit den Gedanken identifizierst, sondern du beobachtest sie und sie beruhigen sich. Im Grunde geht es darum, Freiheit wirst du erlangen, je besser es dir gelingt, deine Gedanken immer wieder positiv auszurichten oder sie einfach in die Stille zu führen, sodass sie sich beruhigen und verschwinden und auflösen. Beides sind Wege, die dich in eine neue Freiheit führen und je mehr wir das machen, erwacht unsere innere Kraft und automatisch wird sich unsere Gesellschaft verändern. Dort, wo vielleicht jetzt noch Einschränkungen, Grenzen sind und Probleme, auf einmal verändert sich das im Außen, sodass positive Manifestationen sichtbar werden. Das ist auch eben etwas, dass wir erkennen, dass wir Schöpfer sind und über unsere Gedanken und Glaubenssätze kreieren. Und dadurch findet eine ganz krasse Mutation statt, die komplett in der Gesellschaft zu Veränderungen führt, wo alle Lebensbereiche erfasst werden. Schauen wir uns einfach mal kurz die letzte Konjunktion an von Jupiter und Saturn. Vielleicht können wir dann noch mehr uns dieser neuen Energie annähern. Die letzte Konjunktion fand am 28. Mai 2000 statt. Das war im Stierzeichen und hier
In der Stierenergie ging es darum, quasi, dass eben das Haben aufblüht. Ja, Stier ist Materie. Also es ging darum, dass was aufgebaut wird, dass etwas wächst, dass etwas gedeiht. Interessanterweise war der Uranus im eigenen Zeichen stehend und hat einen Quadrataspekt gebildet. Das bedeutet, Uranus im Wassermann, dass neue Technologien, ganz neue Erfindungen, Internet gehört auch hier dazu, das ganze Digitale, dass das eben integriert wird. Was ist gewachsen? Diese ganzen neuen Medien- und Internettechnologien. Ja, wie war es vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren? Ganz wenige hatten Computer, niemand hatte Internet. Manche hatten vielleicht schon Mobiltelefone, aber das waren noch Riesenkasten. Ja, wie ist es heute? Die ganze Welt ist im Internet. Wir verbringen unsere Zeit in den sozialen Medien, auf Facebook, YouTube, Instagram und was es alles da gibt. Und wir gehen über unsere Smartphones da rein, egal wo wir sind. Und genau das ist eben das, ja. Es sollte ein Aufblühen, ja. Die materielle Welt, die Wirtschaft durfte diese neuen Energien, Technologien, Erfindungen integrieren und das führte zu einer Transformation und tiefgreifenden Erneuerung. Man kann auch sagen, dass hier etwas vorbereitet wurde, nämlich, dass wir uns für die neuen Technologien geöffnet haben, sodass wir miteinander vernetzt wurden. Wie war es noch vor 20, 30 Jahren? Wenn da etwas Neues entstanden ist, dann muss es durch die Zeitung berichtet werden oder durchs Fernsehen. Und so ist es dann langsam, hat sich das dann verbreitet. Wie ist es heute? Es wird was ins Internet gestellt und rasant, im Grunde augenblicklich, wird diese Information in der Welt verbreitet. Und genau das kann man sagen, dass hier die materiellen Grundlagen für die Lichtrevolution gelegt werden sollten, die jetzt in den 20ern stattfinden wird. Ja, jetzt findet die Lichtrevolution statt. Vorausgegangen ist diese materielle Revolution, dass man eben diese Internet und diese neuen Technologien einfach ganz stark implementiert hat, damit diese neue Lichtrevolution jetzt nämlich stattfinden kann. Jeder Mensch ist in den sozialen Medien, kennt diese und augenblicklich kommen diese Informationen zu den Menschen, sodass er ganz schnell, wenn er das eben möchte, sich in diese einarbeiten und diese Veränderung dann in seinem Bewusstsein eben realisieren und manifestieren kann. Mega, mega spannend. Was jetzt nämlich interessanterweise haben diese beiden einfach die Zeichen gewechselt, ja? Jupiter, Saturn ist jetzt im Wassermann und der Uranus ist jetzt im Stier. Im Grunde ist das der zweite Teil dieses Evolutionsprozesses. 2000 bis 2020 gab es vor allen Dingen eine Veränderung in unseren wirtschaftlichen und materiellen Grundlagen, sodass wir einfach offener wurden für die Technologien. Und jetzt breitet sich der Geist, jetzt breitet sich dieser neue Geist über diese, jetzt breitet sich dieser neue Geist über eben darüber aus. Und im Grunde genommen ist jetzt die Voraussetzung geschaffen, damit dieser Wassermann-Geist wirklich immer mehr und immer mehr in uns erwachen kann, denn die Informationen können sekundenschnell verbreitet werden. Alle Erdteile verfügen über Internet und Handys, die internetfähig sind, sodass im Grunde jeder an diese wichtigen Informationen und Energien herankommen kann. Und das wird jetzt eben kollektiv immer mehr geschehen. Menschen, die dafür offen sind, werden diesen Wandel maßgeblich beschleunigen. Vor allen Dingen die Lichtarbeiter sind in den nächsten 10, 20 Jahren gefragt. Denn je mehr Lichtarbeiter aktiv werden und eine neue, positive Vision kommunizieren, positive Leitbilder kommunizieren, desto schneller wird dieser Wandel erfolgen. Denn es sind die Bilder, es sind die Visionen, die sich manifestieren. Das werden wir immer mehr begreifen, dass wir über unseren Geist manifestieren und dass das die wahre Freiheit des Menschen ausmacht, dass wir über den Geist alles manifestieren. Wenn Krisen sich zuspitzen werden, es ist wichtig, dass die Menschen innerlich aufmachen und ihren Geist lichtvoll ausrichten, in ihre wahre Größe hineingehen und aus dieser wahren Größe herausleben, dass sie das Herz öffnen und aus der Herzensenergie heraus sprechen. Das wird den Wandel dann auch im Außen manifestieren. Alles beginnt im Inneren. Und je mehr du dich öffnest, je mehr du positive Worte kommunizierst, positiven Geist kommunizierst, wirst du immer mehr
auch zum Lichtarbeiter. Im Grunde geht es darum, Licht, eine hohe positive Energie und Liebe zu verbreiten. Und je mehr Menschen das jetzt machen, wird der Aufstieg sich sehr rasch beschleunigen. Und das Krasse ist, das kann, auch wenn es momentan vielleicht sehr kritisch ausschaut, das kann augenblicklich geschehen. Denn Wassermann, das 11. Zeichen, ja, das ist jenseits von Zeit und Raum. Steinbock ist Zeit, Saturn, ja, der Herrscher der Zeit. Um das mal ganz kurz zu erklären, im Widder wird ein Impuls geboren, im Stier gewinnt er an Kraft, er wächst und gedeiht, die stoffliche Form wird größer, sodass er eine überlebensfähige Form herausbildet, die dann eben die Grundlage seines Lebens ist. Ja, ein Körperbewusstsein entsteht im Grunde. Im Zwilling erkennt der Impuls, dass es da eine Umwelt gibt, und je bewusster ich mit dieser Umwelt agiere, desto mehr lerne ich. Und ich lerne immer mehr die Umwelt auch als einen freundlichen. Ja, wenn wir hier die Entscheidung treffen, dass die Umwelt freundlich ist, dann werden wir einen sehr, sehr günstigen Verlauf unserer Inkarnation vernehmen. Ja, hier lernen wir kennen, hier tauschen wir uns aus mit den anderen, wir lernen uns kennen und wir lernen das Leben kennen und wir ziehen die Schränke auf und schauen rein, was da drin ist. Also eine unglaubliche Neugier erwacht. Neugier ist einfach ein Trieb, die Umwelt kennenzulernen und zu lernen. Und die Information, die wir eben aufnehmen, die, wenn sie sich gut anfühlen, dann machen wir die eben uns zu eigen. Das, was wir eben immer wieder hören, irgendwann beginnen wir uns damit zu identifizieren. Ja, wir verinnerlichen diese Information. Man kann auch sagen, die werden verdaut. Ja, und werden verinnerlicht. Und darauf baut sich im Grunde eine Identität auf. Also hier im Krebs geht es um, wer bin ich, wo gehöre ich hin, ja, Heim, Kultur, und es prägt uns, und diese Werte, die kommuniziert werden, die werden dann eben ins Unterbewusstsein eingehen und verdichten sich, sodass dann irgendwann mal eine Ich-Identität herausgebildet wird, und das ist der Übergang von Krebs in den Löwe, das Ich-Bewusstsein, hier bin ich, das bin ich, ja, eine Persönlichkeit, eine Person ist, erscheint da. Der Mensch, ich bin Robby, ja, er identifiziert sich mit der Person, er identifiziert sich mit seinem Körper, mit seinen Gefühlen, Gedanken, das bin ich. Das ist die Identität mit der Schauspielrolle. Im Grunde kann ja auch so eine Art Vergessen eben, eine Art Vergessen hat hier stattgefunden, dass wir nicht Bewusstsein sind, sondern wir identifizieren uns mit unserem Körper, mit unserer Persönlichkeit, mit unseren Gedanken, mit unseren Emotionen. Und dann setzt Jungfrau ein, wo wir anfangen zu reflektieren, wo wir uns vielleicht verbessern wollen, dass wir uns noch mehr einordnen können in die Gesellschaft, wo wir Dinge optimieren, wo wir vielleicht aber auch kritischer sind, zu kritisch, ja, perfektionistisch sind und irgendwie immer nur die Schwächen vielleicht sehen und versuchen, die irgendwie auszumerzen. Hier fällt vielleicht auch der Fokus dahingehend, dass wir immer kritischer und immer mehr in den Verstand hineingehen. Und das ist dann das Problem, dass der Mensch sich immer mehr mit dem Verstand identifiziert, und das macht das Leid aus, weil er sich immer mehr trennt von dem Ganzen oder immer mehr seine Schwächen sieht und im Grunde genommen diese geistige Power, die er hat, eigentlich sehr einseitig, sehr kritisch nutzt, und das führt einfach zu einem stark rationalen Bewusstsein der Trennung. Wenn er dieses Moment überwindet und sich vielleicht öffnet für universale Prinzipien, für Philosophie, und kann dann hier auch eine Weiterentwicklung im Waageprinzip stattfinden, dass alle Menschen gleich sind, dass er bemüht sich um Frieden, um ein Gleichgewicht eben in der Welt. Das ist was, was wir in den letzten Jahren unglaublich stark erlebt haben, kollektiv, dass so eine Art Aufklärung einsetzt und wir bemüht sind, dass alle Länder gleichberechtigt zu sehen, die EU und die Weltgemeinschaft, die im Grunde entstanden eben ist, wo eben die ganzen Staaten gleichberechtigt nebeneinander existieren und sich austauschen, kommunizieren und eben demokratische Ideale realisiert werden, ein Miteinander gibt so diesbezüglich, Gleichberechtigung und so weiter, dass alles mehr durchgesickert wird, ja, dass da irgendwie ja, ein neuer, moderner Geist im Grunde hier sich, universale Ethik kann man so sagen, ja, Diplomatie, Frieden wird sich bemüht im Außen. Aber es ist eben immer nur im Außen. Es ist eben ein ganz starker Fokus eben aufs Außen. Aber wenn wir die Innenwelt nur als Nebenprodukt unseres Gehirns betrachten, Gefühle, Gedanken, ja, verkennen wir unsere wahre Macht. Und das führt uns automatisch in die Krise. Weil wenn wir unseren inneren Geist nicht reinhalten, wird er in die Krise führen, weil alles sich spiegelt. Und das ist Skorpion. Es ist im Grunde die Einweihungskrise, kann man sagen.
wo im Grunde immer mehr scheinbar die Welt da draußen verfällt, weil eben zu sehr im Außen agiert wurde und verkannt wurde, wie wichtig es ist, sein Bewusstsein reinzuhalten, im Inneren um Frieden sich zu bemühen, weil alles wird sich spiegeln. Und die scheinbaren Drachen, die jetzt am Himmel aufscheinen und bedrohlich wirken, sind im Grunde Spiegelung unseres Bewusstseins. Und wenn wir eben erkennen, dass alles eins ist und dass, wenn wir lernen, im Inneren unseren Geist auszurichten, ja, wenn wir erkennen, dass die Macht in uns liegt, sprich, wenn Mächtige da draußen erscheinen, die uns eben einschränken, die uns beschneiden, passiert das als Spiegelung, dass wir selbst uns als ohnmächtiges Wesen identifizieren und denken. Und das wird gespiegelt, dass eben die Macht im Außen ist. Aber im Grunde will der Kosmos dir bloß sagen, hey, die Macht ist in dir. Erkenne die Macht in dir. Und in dem Moment, wo wir uns die eigene Macht erkennen, dass wir erkennen, dass unsere Gedanken wichtig sind, dass wir lernen, die positiv auszurichten, geschieht ein Wandel. Wenn wir uns für unser wahres Selbst öffnen, im Grunde Skorpion auch der Tod, dass das hier, die Person, das Bewusstsein, das sich nur mit der Persönlichkeit identifiziert hat, da fängt ja im Grunde dieses Drama an, dass ich mich mit der Rolle, die ich spiele, identifiziert habe und vergessen habe, dass ich eigentlich der Schauspieler bin. Ich bin vollkommen in dieser Rolle, gehe ich jetzt auf. Und hier ist der Weg aus der Rolle, dass wir eben rausgehen aus dieser Identifikation mit unseren Gedanken und Gefühlen, sondern uns immer mehr wahrnehmen als Bewusstsein. Und das ist der Sprung in den Schützen. Das ist im Grunde das dritte Trigon beginnt hier. Ja? Hier wird geboren der Mensch, hier wird geboren, im Löwen wird die Person geboren und im Schützen, kann man sagen, wird das überpersönliche Bewusstsein geboren. Das alleine Bewusstsein, das wahre Selbst. Wobei, ich muss dazu sagen, wenn du jetzt Zwilling bist, dann heißt es nicht, dass du eben nur hier das, du hast das Ganze in dir drin. Dass deine Sonne irgendwo in einem Energiefeld steht, heißt nicht, dass das, was ich über den Einzelnen sage, über die einzelnen Energien sage, dass das mit dir zu tun hat und das andere nicht. Weil das erkennst du hier im Schützen, dass du alles bist. Du identifizierst dich da nicht nur mit einer Energie, so nach dem Motto, ich bin Fische, weil ich im März geboren habe. Mit dem März bin ich geboren, deswegen bin ich Fische. Nein, du beginnst dich mit dem Ganzen zu identifizieren, dass du alle 12 Energien bist, weil darum geht es im Grunde, dass wir alle 12 Energien in uns entfalten. Ja, und im Schütze lernen wir, in den Himmel zu zielen. Wir lernen, uns auf die Sonne hin auszurichten, auf unsere innere Sonne. Das bedeutet, wir lernen, uns aufs Licht auszurichten. Positivität, Glaube. Wir glauben an uns, wir sind voller Selbstvertrauen. Wir glauben an das Universum. Das Universum unterstützt uns. Also absolute Positivität wird hier entwickelt, die dazu führt, dass wir im Steinbock im Grunde uns verwirklichen. Dass unser inneres Selbst sich verwirklicht und wir eine Rolle spielen dahingehend, dass wir unsere Kraft der Gemeinschaft zur Verfügung stellen. Im Grunde findet ein Steinbock eine Art Einweihung statt, dass wir das göttliche Selbst verwirklichen. Und im Wassermann findet, ja, Steinbock ist auch der Hüter der Zeit. Ja? Der Hüter der Zeit. Und im Wassermann geht über die Zeit hinaus. Da sind wir über des Zeitlichen. Da geht es nicht mehr nur um die Gesellschaft, sondern wir sind eins mit der ganzen Welt. Das ist ein Bewusstsein, wo wir eins. Ja? Das Interessante ist, Widder das erste Zeichen, Steinbock das zehnte. Diese Zahl 10, wir haben 10 Finger, wir haben 10 Zehen. Unser Zahlensystem gründet auf 10. Es gibt dieses 12er-System von den Römern, das hat sich aber nicht durchgesetzt, weil es nicht so praktisch ist. Es gibt auch dieses binäre System, wo die ganze Computertechnologie drauf beruht. Es ist aber auch nicht so praktisch für uns. In unserer Zeit ist so dieses 10er-System praktisch. Das ist irgendwie menschlich. Und diesbezüglich ist auch Steinbock, diese Begrenzung, ja, das wird eben im Wassermann überwunden. Zeit gehört zum Steinbock, Zeit und Raum, die Verwirklichung in Zeit und Raum, die eben entstehen kann. Im Wassermann wird das Ganze überwunden, dass wir austreten eigentlich aus dem Verstand, austreten aus diesem gegenüberliegenden Zeichen, kann man noch sagen. Ja? Löwe wird die Person geboren, im Wassermann wird die Person aufgelöst. Nicht, dass sie verschwindet, aber sie wird als eine von vielen wahrgenommen, man beginnt sich immer mehr mit dem Ganzen zu identifizieren, beziehungsweise man beginnt einfach die Person zu beobachten.
So wie man andere Personen da draußen beobachtet, beginnt man die eigene Person immer mehr zu beobachten und wird frei von der Person. Du kannst dann auf einmal mehr lachen über die oder wie auch immer. Also du nimmst das Ganze einfach nicht mehr ernst. Ja, Uranus, Wassermann ist auch diese Freiheit im Geist, sodass du nicht mehr gekettet bist an diese Person und an das Drama, das durch diese Person erlebt wird. Du wirst frei. Du befreist dich immer mehr. Du erwachst immer mehr in der Liebe. Du wachst immer mehr im wahren Geist, dass Frieden und Liebe ist. Und du nimmst immer wieder auch die Person wahr. Vielleicht rutschst du auch immer wieder in die Person. Das gehört einfach zu diesem menschlichen Spiel dazu. Aber du gehst nicht mehr so in das Drama rein. Das ist vollkommen okay, dass du mal vollkommen eins bist mit dieser Person und dich identifizierst. Aber im nächsten Augenblick, und das kann in jedem Augenblick geschehen, ist wieder Erwachen da und du nimmst wieder wahr, dich als Bewusstsein, dass diese Person wahrnimmt. Das ist eben das Wassermann-Prinzip und das wird ganz spannend, weil wir werden das in den nächsten Jahren immer mehr verstehen, dieses Wassermann-Prinzip. Es ist das Prinzip der Mutation, wo Gesellschaften sich verändern. Wenn Gesellschaften nicht mehr sich entwickeln weiter, bleiben die irgendwann verstehen und werden vergehen. So ist das griechische oder die römische Welt vergangen, weil keine Entwicklung mehr stattgefunden hat, wobei die römische Welt ja viele tausend Jahre oder ja, tausend Jahre, vielleicht sogar 2000 Jahre existiert hat. Ja, 1000 sind es eigentlich von 700 vor bis 400, 500 nach Christus. Ja, andere haben da bei Weitem nicht so lange existiert in diesem Sinn, weil da auch eine gewisse Entwicklung stattgefunden hat. Aber irgendwann ist es stehen geblieben und das ist Wassermann. Wassermann ist die Garantie, dass ein System sich erhält, weil es einfach diese erneuernden Impulse umsetzt. Was Erneuerndes wird oft eben, was Fremdes wird oft als Bedrohung erfahren von dem System, aber wenn man sich eben öffnet und dieses Erneuernde aufnimmt, erkennt man, dass es was Gutes in sich trägt und was vielleicht dem System nützt und was zu einer Veränderung, Transmutation, Evolutionssprung führt. Und genau das ist Wassermann, dass plötzlich eine Transformation, ein evolutionärer Sprung stattfindet. Und diese Energie ist jetzt aktiviert. Stellt Steinbock eine Art Finale, ist im Wassermann, im Grunde wird das Ganze auf die nächste Ebene gehoben. Das ist eine mega, mega, mega spannende Energie, die überlebenswichtig ist, weil sie garantiert das Fortbestehen durch Mutation, durch Veränderung. Weil wenn nichts verändert wird, wird irgendwann das verschwinden. Und unser System wird lange nicht mehr so weitergehen. Es muss eine Veränderung geschehen. Und diese Veränderung wird jetzt realisiert und sich dafür zu öffnen und im Licht und in der Liebe zu gründen und aus dieser Energie heraus zu handeln, wird den Aufstieg einleiten. Ja? Sprechen wir noch ganz kurz über dieses 11. Prinzip. Das ist das Prinzip der Mutation, das Prinzip der Transformation, das Prinzip der Veränderung. Es ist aber auch das Prinzip der Genialität. Es gab immer wieder geniale Menschen. Einstein, Tesla, viele andere, jetzt aber einfach mal die beiden nur zu nennen, es gab so viele andere, die geniale Einfälle hatten, die eben das Leben der Menschen immer wieder bereichert haben. Ohne Einstein, ohne Tesla wäre die Welt, wie sie jetzt ist, gar nicht denkbar. Mit dem ganzen Internet und Fernsehtechnologie und diese ganzen Modelle, wäre alles nicht da. Ja, und das, so darf es eben aber weitergehen. In uns allen steckt Einstein, steckt Tesla, steckt ein genialer Geist und das gilt es jetzt zu aktivieren. Ja, Wassermann-Energie ist auch das Prinzip nicht von dieser Welt. Ja? Das ist über den Wolken die Energie, dass wir eben kosmisches Bewusstsein entwickeln, dass wir uns eben öffnen, über die Erde hinausschauen. Eben wirklich nicht nur, ja, das sind draußen Planeten, Körper, Sonnen, sondern wirklich, da gibt es noch fremdes Leben. Und da wird in den nächsten 20 Jahren viel passieren in Sachen Außerirdische oder UFO, wird neues Bewusstsein kollektiv durchbrechen. Da gibt es einige Pioniere, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder darüber gesprochen haben. Aber der Mensch hat sich verschlossen und hält es, die meisten halten es, ja, vielleicht ist so, aber da wird unglaublich viel passieren. Es wird eine kosmische Aufklärung einsetzen. Jetzt wird eine kosmische Aufklärung einsetzen, hat im 18. Jahrhundert eine vernünftige Aufklärung eingesetzt, die zur Verbesserung der Lebensumstände führte. Ich sage mal einfach die Medizin, ja, die vor 200 Jahren dafür gesorgt hat, dass viele Kinder bei der Geburt nicht gestorben sind. Weißt du, im Mittelalter, da sind von 10 Kindern, da haben es nur 2 die Geburt überlebt. Die meisten sind gestorben. Das ist einfach, weil wir
kein medizinisches Wissen dahingehend hatten, dass es Bakterien und solche Sachen gibt. Und diese Aufklärung im 18. Jahrhundert führte dazu, dass bestimmte Hygieneregeln eingehalten wurden. Und das führte dazu, dass eben ja, heutzutage eben alle, fast alle oder alle, so ziemlich alle Kinder, die geboren werden, auch wirklich überleben. Und dass diese Kinder auch ja, älter werden, also wirklich die Lebensrate, die durchschnittliche Lebenserwartung war ja bis 1800, die lag ja bei 25 Jahren. Da bist du mit 40 Jahren schon im Grunde alt gewesen, eine weise Person in diesem Sinn. Weil die wenigsten sind eigentlich über das 5 oder 6, 7 Lebensjahre hinausgekommen. Und das ist einfach durch die Aufklärung. Und jetzt findet aber eine andere Art der Aufklärung statt. Eine kosmologische Aufklärung, die auf Licht und auf Liebe gründet. Die auf Achtung allen Lebens gründet. Wo die Erde als Lebewesen geachtet wird. Wo eben nicht mehr einfach nur, schauen wir mal, was wir für eine Technologie entwickeln können, Hauptsache wir verdienen Geld, sondern wo ein Bewusstsein eingesetzt wird, dass wirklich die Erde geachtet wird und alle Menschen geachtet werden. Solche technologischen Veränderungen und Erfindungen werden jetzt geschehen. Die wirklich Menschen, ja, das ist Wassermann, das Menschheitsprinzip, die wirklich menschenfreundlich sind, alle Menschen betreffend. Ja? Weil es gibt ja so ein Ungleichgewicht einfach, dass im Westen vielleicht die meisten Menschen gut geht, aber in anderen Kontinenten ja, gibt es eine Riesenarmut, weil wir eben Sachen verwenden, die nicht wirklich menschenfreundlich sind. Und das ist es eben, dieses menschenfreundliche Technologien, dass alle Menschen befreit werden von dieser harten manuellen Arbeit. Denn viele sagen, ja, aber ich arbeite gern hart und manuell. Kannst du machen, aber wenn du gezwungen wirst, weißt du, jeder kann entscheiden, wie er leben will, aber ein Großteil der Menschheit kann eben nicht entscheiden, wie sie leben wollen. Sie müssen eben das machen, gerade was zu tun ist, sonst überleben sie nicht. Dass du dir das aussuchen kannst, was du tun möchtest, ist eine Freiheit, die die wenigsten Menschen auf der Erde haben. Wenn aber dieses Problem mal gelöst ist, dass die Technologie uns diese Arbeit abnimmt, hat jeder Mensch die Freiheit. Im 3B-Bewusstsein taucht die Angst auf, oh Gott, wenn die Technologie unsere Arbeit wegnimmt, dann werden wir alle arbeitslos. Das ist 3D-Bewusstsein. 5D-Bewusstsein heißt, wow, ich muss nicht mehr hart arbeiten, ich kann endlich meine Berufung leben, ich kann endlich das tun, was ich am liebsten tun möchte. Die Befreiung führt dahingehend, dass endlich die Menschen ihre Berufung antreten können. Das führt auch dazu, dass eine Revolution im kreativen Bereich stattfindet, weil viele Künstler, das wird eine Veränderung führen in der Kunst, dass viele Menschen endlich auch ein Künstlerleben führen können, Kreativität leben können, dass sie ihre Berufung leben können, ihre Spiritualität leben können, wie auch immer. Weil Technologien uns das abnehmen, was wir Jahrhunderte, Jahrtausend lang im Grunde selber machen mussten, weil wir eben nicht unseren Geist genutzt haben, sondern unseren Körper. Das ist eben der Wandel. Wir lernen, unseren Geist ab jetzt einzusetzen. Bis dato haben wir immer unseren Körper eingesetzt. Wir müssen hart arbeiten, damit wir das Brot auf den Tisch bekommen. Jetzt lernen wir unseren Geist einzusetzen. Wir müssen nicht hart arbeiten, sondern smart vorgehen. Wir nutzen unseren Geist zu kreieren. Und das ist auch der Wassermann, dass die Menschen eben sagen, okay, jetzt werde ich frei. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und das 12 Mal im Jahr nur Urlaub mache. Nein, ich bin ein kreatives, ein schöpferisches Wesen. Ich entfalte mich, indem ich meine schöpferische, kreative Kraft lebe und der Gemeinschaft, das ist Wassermann, der Gemeinschaft zur Verfügung stelle. Ich tue etwas Sinnvolles, was der Gemeinschaft dient. Und das ist was in den nächsten 20 Jahren durchbrechen wird, dass immer mehr Menschen erwachen und wirklich ihre kreative Kraft nutzen, um der Gemeinschaft was Gutes zu tun. Da wird ein komplettes Umdenken einsetzen. Und je mehr Menschen vorwärts gehen und uns daran erinnern, was wir sind und was in uns steckt und was möglich ist und was für die Erde vorgesehen ist, desto schneller wird dieser Wandel kommen. Und das ist echte kosmische Aufklärung. Die Energien der Befreiung wirken. Ich möchte dich daran erinnern, du bist kein Mensch. Du bist unbegrenzt göttlicher Geist. Du kannst alles kreieren. Wassermann ist auch die Energie des Erwachens, dass wir eben aus diesem Albtraum, dass wir Menschen sind und gerade ein Trauma erleben, erwachen, dass wir unbegrenzt sind. Im Geist sind wir frei. Und wenn wir uns geistlich neu
ordnen und positiv ausrichten. Auf einmal finden Veränderungen in unserer persönlichen Realität statt. Auf einmal erschließen wir neue Füllequellen. Auf einmal verbessern sich unsere Beziehungen. Und diese Energie breitet sich dann immer mehr aus, sodass immer größere Realitäten, immer größere Gruppen das erfahren. Und schwuppdiwupp, auf einmal ist alles verwandelt. Du bist so bedeutend. Und das ist auch Wassermann, dass du erkennst, wie die Beziehung zur Welt ist. Du bist nicht ein Teil, ein klitzekleines Sandkorn in dem Getriebe. Du bist Teil des Ganzen, du bist das Ganze selbst. Die Welt ist magisch mit dir verbunden und das ist auch Wassermann. Die Welt ist magisch mit dir verbunden. Und je mehr du wirklich im Frieden bist, je mehr die Urteile aufhören, ja, das ist ja Buddha, hör auf zu urteilen, nimm alles an, was ist, sei im Frieden mit allem, was ist. Oder eben wie Jesus sagte, wenn dir jemand die Jacke klaut, gib ihm deine Hose dazu. Absolut im Frieden sein mit allem, was ist, führt zu einer Veränderung im Bewusstsein, dass du Frieden, Liebe erwachst und dadurch ein komplett anderes Leben erlebst, weil alles sich spiegelt. Im Grunde kann man sagen, es ist der Weg der Mitte. Es ist 1-1, die Gleichheit, der Weg der Mitte. Das ist die Entpolarisierung. Haben wir hier im Löwen, dass wir sagen, ich bin Robby und ich bin das, ich bin das, ich bin das, gibt es hier eine Neutralität. Ich bin das und auch das. Ich bin das Linke und ich bin das Rechte. In Wahrheit bin ich im Grunde die Mitte. Ich bin beides. Ich trage das Dunkle und das Lichtvolle in mir. Und indem ich mich für die Mitte entscheide, löst sich das Dunkle auf und ich werde immer lichtvoller. Indem ich den Schatten annehme, löst er sich auf und wird Licht. Denn in Wahrheit bin ich Licht. Aber solange ich das Dunkle ablehne, ist das Dunkle in mir unerlöst. Wenn ich das Dunkle in mir erkenne und annehme, verwandelt es sich zu Licht und ich werde immer mehr zu Licht. Und das führt dazu, dass du draußen bei anderen Menschen, du siehst vielleicht den Schatten, aber du verurteilst nicht mehr, sondern du trittst mit Mitgefühl entgegen. Und das ist der erwachte Buddhageist, das ist Wassermann. Dass du Mitgefühl mit allen leidenden Wesen hast, weil sie das Gleiche durchleben, wie du lange Zeit durchlebt hast und du kennst ihren Schmerz, du hast es in dir erlöst und aus dieser Liebe heraus begegnest du den anderen Menschen mit Mitgefühl im Grunde. Und das ist echte Menschlichkeit und das wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten massiv bei vielen erwachen. Ein neues Miteinander wird es geben, das nicht auf Vernunft gründet im Sinne von, wir sind alle gleich, so vom Sinne, vom Verstand her, aber die Vernunft hat das Innere verleugnet. Ja, es hat es nicht erkannt, hat es nicht erlöst. Das passiert nämlich erst, wenn wir hier durchgehen, durch den Skorpion, Schütze, Steinbock. Hier ist dann wirklich dieser innere Frieden erlangt. Das heißt nicht, dass ein Mensch, der mit Wassermann geboren ist, dass er das in sich realisiert hat. Das heißt nur, dass er diese Energie für ihn eine ganz wichtige ist. Aber alle anderen Energien braucht er auch. Er muss genauso durch den Skorpion, muss genauso durch den Schützen, Löwe und so weiter, um wirklich die Wassermann-Energie auf einer höheren Ebene zu leben. Das ist wirklich wichtig zu verstehen, dass der Weg des Friedens dahingehend geschieht, indem du Frieden mit deinem eigenen Schatten schließt. Und je mehr dich draußen, im Außen, irgendwas aufregt, dass du sagst, Mensch, das kann doch nicht sein, sowas darf es einfach nicht geben, erkenne, dass da was in dir liegt. Und je mehr du das erkennst, dass so ein Schatten in dir ist und du Frieden schließt mit den Schatten, findet Heilung statt und du kannst diesen Menschen anders begegnen, so wie Buddha ihn begegnet oder Thich Nhat Hanh ihn begegnet oder Dalai Lama ihn begegnet oder Jesus ihn begegnet ist oder wer auch immer. Diese Erleuchtung ist im Grunde ganz nah und wir werden die alle durchlaufen. Und das ist Wassermann-Zeitalter, dass je mehr du erwachst, eigentlich möchtest du, dass die anderen auch in diese Erwachensenergie hineinkommen. Es erwacht ein Gruppengeist, weil du erkennst, Mensch, da leiden draußen und eigentlich, ich bin eins mit ihnen. Sie sind Teil meiner selbst. Du hörst auf, dich mit dir zu identifizieren und kümmerst dich um dein Haus, ja Löwe, das, was ich will und machen will, sondern der erwachte Geist möchte auch andere inspirieren, weil das Leid des anderen fühlst du als dein eigenes und wenn du ihm anderen hilfst, dass er erwacht, erwachst du immer und immer mehr und immer mehr. Der Buddha wird zum Bodhisattva, wenn wir jetzt mal die buddhistische
Terminologie verwenden wollen. Im Grunde ist Wassermann das Prinzip der Reidentifikation. Ja, wenn wir hier im Löwen und Krebs uns identifizieren, im Wassermann wird das Re, also aufgehoben. Du erkennst, dass du alles bist. Du erkennst, dass du im Grunde, du bist eins mit dem wahren Selbst und erkennst, dass du in allen dich widerspiegelst. Und indem du aus der Dramatik rausgehst und urteilst, geschieht eine Verwandlung in der Realität. Und je mehr Menschen mitmachen, wird die Erde zum Friedensplaneten. Und auf einmal ist das Dunkle erlöst, geheilt, verschwunden. Und das wird jetzt zunehmend geschehen. Ja. Wassermann ist auch das Prinzip der Genialität, der Kunst, der Wissenschaft, der Erfindung, der Technologie. Alles wird sauberer, umweltfreundlicher, menschenfreundlicher. Das wird alles immer mehr zugunsten des Großen und Ganzen eingesetzt. Nicht mehr zu Lasten von irgendjemandem, sondern es wird so eingesetzt, dass es allen dienlich ist. Und wenn es nicht irgendwie allen dienlich ist, wird es verworfen. Also das wird einfach wirklich menschen- und umweltfreundlicher. Viele haben eben Angst davon, ja, der Mensch wird durch die Maschine ersetzt und Transhumanismus. Das sind einfach der eigene Schatten, der da angstvoll eben in die Zukunft blickt, weil theoretisch ist so eine Entwicklung möglich. Aber ich sage dir eins, das ist durch die Geschichte, auch wenn es vielleicht in den nächsten Jahren noch so aussieht, dass so eine Sache stärker werden kann. Am Ende wird alles gut und ist es noch nicht gut, dann sind wir noch nicht am Ende. Am Ende wird alles gut und ist es noch nicht gut, dann sind wir noch nicht am Ende. Es wird sich nicht durchsetzen, es wird das Licht durchsetzen. Das geht nicht mehr, das ist nicht mehr umkehrbar. Das kann sich nur beschleunigen, dass das Licht schneller kommt. Und damit es schneller kommt, bist du wichtig. Jetzt kommst du ins Spiel. Denn du bist so wichtig für diesen Prozess. Je mehr du selbst dich für das Licht öffnest, je mehr du selbst zu einer Sonne wirst und andere inspirierst wiederum, aber eben mit Mitgefühl, je mehr du selbst in der Liebe erwachst und im Grunde genommen immer mehr diese Liebe aussendest, andere inspirierst, anderen dienst, dich nicht mehr nur um dein eigenes Leben drehst im Sinne von, ja, meinen Kindern geht's gut und meinen Eltern und so weiter und ich muss schauen, das alles, sondern dass du verstehst, du bist eigentlich das Ganze, die ganze Welt ist deine Familie, die ganze Erde ist deine Familie. Die ganzen Tiere, Pflanzen, alles ist deine Familie und im Grunde geht's noch weiter. Das ist nämlich auch Wassermann. Nicht nur die Erde, sondern die ganzen Wesen da draußen, die Außerirdischen, auch wenn wir die noch nicht kennen. Alles Teil des einen. Ja, und da wird mega viel passieren. Wir tauchen hier gleich nochmal tiefer ein. Hier das Horoskop. Für alle, die jetzt wird es besonders tief. Jetzt wird es für die noch tiefer eintauchen wollen, lege ich jetzt noch ein, zwei Schippen drauf. Das ist das Horoskop von der Konjunktion, die exakte Konjunktion. Das ist jetzt so für den deutschsprachigen Raum. Wenn du das mal anschauen willst, wie es bei dir aussieht, also für den deutschsprachigen Raum gilt das in etwa das. Wenn du aber in einem anderen Land leben willst, dann nimm einfach diese Daten, 21.12.2020, 19.20 Uhr und dann gibst du den Ort ein, wo du gerade bist. Ja, und wo du zu diesem Zeitpunkt warst quasi. Und dann hast du dein eigenes Horoskop diesbezüglich. Aber jetzt so für den deutschsprachigen Raum, sage ich mal, da findet diese Konjunktion im sechsten Haus statt. Im Haus der Selbsterkenntnis, aber auch im Haus der Arbeit. Also sprich, gerade wir hier im deutschsprachigen Raum sind sehr, sehr, sehr viele Lichtarbeiter, die jetzt endlich aktiv werden wollen. Ich sag mal so, der Schatten im Außen kann nur zunehmen, weil zu wenig Lichtarbeiter nicht ihr Licht leuchten lassen. Und das wird nämlich gespiegelt. Wenn die Menschen nicht in ihr wahres Licht hineingehen, sondern in der Angst bleiben, in der Sicherheit, ah, ich muss da irgendwie überleben, ich muss da irgendwie an mein Leben denken. Ja? Man ist dann irgendwie in der Angst, im Schatten, im 3D-Bewusstsein. Spiegelt sich das dann, dass da Krisen im Außen immer größer werden? Spiegelt sich das darin, dass immer mehr die Freiheit beschnitten wird? Wenn wir aber erkennen, alles ist ein Spiegel und du entzündest dein inneres Licht und du gehst in deine wahre Größe, du fängst an, wirklich Licht zu verbreiten, positive Visionen zu kommunizieren, Licht und Liebe zu kommunizieren, andere Menschen zu inspirieren, nicht zu bekehren, ja, nicht mit der Brechstange reingehen, sondern mit Liebe. Einfach inspirieren, so wie ich dieses Video mache. Und für die offen sind, die nehmen die Inspiration auf. Je mehr du das machst, desto mehr Wandlung geschieht in deinem Leben. Interessanterweise, Uranus im 10. Haus, es wird kommen.
Ja, wenn die Lichtarbeiter, je mehr die aktiv werden, wird es zu Revolution in der Gesellschaft kommen. Da ist wohl eine Revolution, sind schon ein bisschen angezeigt hier im deutschsprachigen Raum. Aber ich denke, dass die durchaus auch europaweit, also es wird einfach, weil Uranus durch den Stier geht, ist der Umsturz der Werte, ist der Umsturz der alten Werte, der Umsturz der alten Sicherheiten. Und mit Lilith verbunden ist da eine ganz starke Kraft, weil die Menschen die Spiritualität unterdrückt haben, viele Jahre. Ist das so eine starke archaische Kraft, die sich mit allen Macht jetzt Freiraum sucht. Also es ist eine unglaubliche Revolutionspower, die, ja, so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, das ist schon eine ganz starke so Entladungsenergie, weil eben so viele Menschen ihre Spiritualität unterdrücken, bahnt die sich eben so den Weg. Letztendlich dient alles dem Guten, dass das Licht sich manifestiert. Im Grunde werden die alten Formen zerschlagen, weil das Neue, und das ist eben das Krasse, im Wassermann-Zeitalter, das ist die Zeitlosigkeit. Weißt du, das ist die Zeitlosigkeit. Augenblicklich, die meisten Menschen denken, oh, wenn jetzt die alte Welt zugrunde geht, wie viele Jahre, Jahrzehnte dauert es denn, bis die neue Gesellschaft dann kommt? Augenblicklich, die kann sofort entstehen, weil wir außerhalb der Zeit sind. Mit einmal ist was da und schwuppdiwupp ist ein Aufschwung sondergleichen da. Wir denken, wow, die goldene Zeit ist da. Genau das kann eben passieren. Weil diese Zeitparameter, in denen wir die lange Zeit eben immer gedacht haben, dass alles viel Zeit braucht, um aufgebaut zu werden und so weiter, existiert nicht im Wassermann-Zeitalter. Da kann das blitzartig, kann sich das schnell manifestieren. Da werden so viele Dinge blitzartig geschehen, wo du denkst, wow, wie schnell geht denn das? Das wird ja immer alles schneller und immer krasser. Das ist eben Wassermann, dass sich das Ganze beschleunigt, weil wir eben nicht mehr unseren Körper nur nützen, um zu manifestieren, sondern unseren Geist. Und der ist 1000-mal so stark wie unser Körper. 1000-mal so effektiv. Unser Geist. Das ist so ein machtvolles Werkzeug. Und das werden jetzt immer mehr Menschen richtig gebrauchen und da können in wenigen Tagen, Wochen, Monaten ganz neue Strukturen entstehen, wo wir sagen, wow, die neue Welt manifestiert sich. Wichtig ist, dass Menschen wirklich in die innere Größe, in diese innere Stärke gehen und anfangen, sag ich mal, aus der Ohnmacht rauszugehen, aus der Unmündigkeit rauszugehen, in die Mündigkeit, in die eigene Macht und diese annehmen. Ja, und das... Die Lichtarbeiter sind hier ganz stark eben zu sehen. Das spielt eine ganz wichtige Rolle, ja. Auch Frauen werden medial, Mond, Neptun, Chiron, ja. Die Schütze, Sonne, Merkur, Männer, die eben in die Verantwortung gehen und kommunizieren. Wobei jede Frau hat den inneren Mann, jeder Mann hat die innere Frau. Also ich will das ja gar nicht so differenzieren. Aber hier ist eben angezeigt, es geht viel über Spiritualität und Heilung, indem wir uns eben wirklich uns anbinden und als Kanal verstehen. Aber andererseits, dass wir eben auch Sonne, Merkur inspirieren. Und interessanterweise Löwe-Aszendent, die Sonne wird dadurch hervorgehoben, weil die Sonne zum Löwen gehört. Und die Sonne steht im 5. Haus, leicht ins 6., aber eigentlich noch ins 5., also 5, 6, sage ich mal. Dass Menschen den Mut haben, sich zu zeigen, dass sie das ausdrücken, was sie wirklich sagen wollen, nicht mehr verstecken, sondern Gradlinigkeit in die Verantwortung gehen, in die Stärke gehen und das Zepter in die Hand nehmen und selbstbewusst auftreten, an sich glauben, voller Vertrauen sind und ihre Kraft leben. Löwe ist auch der Held. Löwe ist der Mut, sich im Außen zu zeigen. Und Mut ist so wichtig für das neue Bewusstsein, das ich jetzt manifestieren will. Durch die Wassermann-Energie kommt ein höheres Bewusstsein auf die Erde. Das heißt Liebe, Vertrauen, Mut. Liebe, Vertrauen, Mut. Liebe als Herzenskraft, als Mitgefühl, als Dankbarkeit, als Gefühl, alles in eins. Vertrauen in die eigene Kraft, Vertrauen in den Kosmos, Vertrauen in Gott, Vertrauen ins Leben. Vertrauen in gute Lösungen, Vertrauen in das Beste. Und Mut, ich stehe jetzt auf, ich gehe jetzt vorwärts, ich folge meiner Inspiration und setze diese um. Mut ist mega wichtig. Mutig sein. Tu das, was du tun willst und es wird eine Veränderung geschehen, eine Transformation, ein Neubeginn, eine Veränderung, ein neuer Zyklus, eine neue Welt wird geboren. Mut ist so wichtig, Mars hier oben im 10. Haus. Alles,
Alles ist wichtig, alles, du bist wichtig. Das ist eine unglaublich spannende, kraftvolle, kreative Energie. Ja, Löwe, Sonnen 5. Auch das künstlerische Vermögen, wie ich schon sagte vorhin, die Kreativität wird aufblühen und viel bedeutender, als wie sie jetzt ist. So viele werden ihre Kunst leben, weil einfach die Möglichkeit besteht, weil Technologien uns von dieser manuellen Arbeit weltweit befreit haben und Technologie im Grunde ja, die wichtigsten Bedürfnisse diesbezüglich befriedigt. Dass das durch technologische Arbeit verrichtet wird. Das ist einfach fantastisch. Ich möchte jetzt noch auf einen Aspekt eingehen. Wassermann. Und das wird in den nächsten 10, 20 Jahren eine Veränderung kommen. Ein Bewusstsein, dass wir nicht allein sind, dass wir uns auch vernetzen mit denen. Erstmal durch Medien. Da gibt es ja einige Medien, die channeln die Plejadier oder die Arcturianer. Dass dieses Wissen, das ist schon so tief auch in unsere Gesellschaft ein. Nicht jeder, der mit so einem außerirdischen Geist in Verbindung steht, drückt dies auch aus, weil es nicht unbedingt gesagt werden muss. Einige stehen aber dazu und so kommt immer mehr ein neues kosmisches Bewusstsein zur Erde. Und einer ist ein Vorreiter, ist wirklich ein Pionier, Erich von Däniken, der schon seit den 60ern viele Bücher geschrieben darüber hat, wie Außerirdische mit der Erde vernetzt sind, weil diese Vernetzung besteht über viele Jahre, Jahrtausende im Grunde. Und in der neuen Zeit wird das nochmal ganz neu wahrgenommen und viel bewusster gemacht und viel mehr auf dieses Prinzip der Gleichheit der Wassermann. Ja, wenn wir nämlich dieses Wassermännische entwickeln, wirklich diese Menschlichkeit, diese echte auf Mitgefühl und Nächstenliebe und Frieden gründet, dann werden wir auch ganz anders mit diesen außerirdischen Wesen in Verbindung treten. Die werden sich viel schneller, viel öfter zeigen und das wird nochmal der Erde einen unglaublichen Schub geben. Und ich wollte einfach hier zeigen, Erich von Däniken, schau mal, der hat Sonne Uranus. Uranus gehört ja zum Wassermann. Er ist jemand, der diesen Wassermanngeist, der eben über den Tellerrand der Erde schaut, der über den Tellerrand des Gewohnten schaut, der eben Geschichtskonstruktionen hinterfragt und es nicht einfach hinnimmt, dass irgendwie alles, ja, dass Pyramiden durch die Menschen gebaut wurde, wo jeder fragt, wie soll das gehen, das würden wir nicht mal heutzutage hinkriegen, aber die Ägypter sollen das irgendwie gemacht haben. So hohe schwere Steinblöcke ohne Computertechnologie, ohne irgendwelche technische Unterstützung, einfach durch Menschenkraft sollen die das errichtet haben. Er ist eben jemand, der das hinterfragt hat und viele Spuren gefunden hat. Seine Arbeit ist richtungsweisend und das wird durchbrechen noch in der nächsten Zeit. Das ist eben Sonne Uranus, ein neuer Geist, wo wir eben uns wirklich für das Fremde öffnen. Ja, Alien heißt ja auf Deutsch fremd. Wo wir uns eben wirklich für Aliens öffnen. Da gibt es so viele Aliens, die wirklich freundlich sind und positiv gesinnt sind und die uns auch unterstützen schon bereits und uns inspirieren. Vielleicht sogar dich, obwohl du es gar nicht weißt. Weil die sind so weit erwacht. Weißt du, die Aliens, das sind im Grunde, die sind so weit erwachte Wesen. Die haben dieses Wassermann-Energie in sich realisiert. Die haben nicht nur ihre Mitmenschen auf ihrem Planeten diesbezüglich daran erinnert, wer sie wirklich sind, sondern die gehen schon in den Fischen hinein, dass die komplett verschmelzen mit dem ganzen Universum. Alleinheit. Universum, eine Wahrheit, sodass sie nicht nur ihren Mitmenschen auf ihrem Planeten helfen, sondern die Liebe ist so groß, dass sie anderen Wesen helfen auf anderen Planeten. Und die Erde, die wird sich dahin entwickeln. Da werden wir in den nächsten 10, 20, 30, 40 Jahren einen riesen Schub nach vorn machen. Der ist unglaublich, der ist fantastisch, der ist einfach märchenhaft. Wirklich märchenhaft. Der Traum vieler Menschen wird sich jetzt realisieren und manifestieren. Der Schlüssel ist, dass wir unser Herz öffnen und in unsere wahre Größe gehen und voller Liebe, voller Vertrauen und voller Mut zu uns stehen und unsere Ideen und Visionen verwirklichen. Und so erneuert sich die Erde, so erneuert sich die Menschheit, so erneuert sich die Welt. Und Däniken ist einer dieser Pioniere. Ja, Däniken ist einer dieser Pioniere. Und interessanterweise, der Uranus, der steht ja gerade hier jetzt. Und er durchwandert jetzt das 11. und 12. Haus. Das bedeutet, dass die kollektive Bedeutung von diesem Horoskop in den nächsten Jahren nochmal verändert wird. Ich glaube, dass er nochmal anders wahrgenommen wird als nicht ein Verrückter, der irgendwie strange Theorien hat, sondern als einer, der seiner Zeit voraus war. Denn Uranus ist nicht der Zeit voraus, sondern außerhalb von Zeit und Raum. Und als solcher wird er verstanden als ein Pionier, ja, Widder,
der Pionier, der seiner Zeit voraus ist, ein Gedankengut, Merkur, manifestiert, das vielleicht Maß auf Widerstand und erstmal ausgelöst hat, aber irgendwann wird das durchgebrochen sein und er ist der Zeit voraus und hat Dinge berichtet, die dann irgendwann mal von allen erkannt und gewürdigt werden. Und er, Pluto am Aszendent, bringt einfach eine tiefgreifende Transformation, Befreiung von Krebs, absteigender Mondknoten, Aszendent, von einer unguten oder einschränkenden, unbewussten Verstrickung. Ja, weil er einfach Mond, Neptun auch medial veranlagt ist. Vielleicht ist er sich dieser Medialität nicht bewusst, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber er steht unter Einfluss von Außerirdischen oder von solchen wachen Geistern, die ihn eben inspirieren und in die richtige Richtung gelenkt haben. Und weil er eben offen ist und jemand ist, der mutig ist und irgendwie seinen inneren Impulsen folgt, hat er das einfach in die Manifestation gebracht. Er ist ein Meister. Er ist im Grunde ein außerirdischer Geist, Sonne Uranus. Er ist ein außerirdischer Geist oder ein Geist, der eben außerirdisch erscheint uns. Das ist eben für alle, die ein bisschen astrologisch versiert sind, Sonne Uranus, überhaupt eine starke Uranus-Betonung, ist durchaus eben ein Anzeichen, dass da eben ein außerirdischer Geist eine Verbindung gibt oder vielleicht dieser Mensch von einem anderen Stern kommt, um eben uns in ein neues Zeitalter hinüberzuführen. Und ich möchte noch einen zweiten Aufklärer diesbezüglich benennen, der jetzt nicht nur von Außerirdischen spricht und da irgendwie viele Bücher darüber schreibt. Ich finde, dass er schon eine ganzheitliche Philosophie geliefert hat und das wird man auch in wenigen Jahren und Jahrzehnten zu würdigen wissen, dass er wirklich eine umfassende Theorie und im Grunde alles erklärt, wie es eben jetzt ist. Das macht er denjenigen auch, aber er bringt noch eine Theorie des Bewusstseins rein, die ich wirklich richtig spannend finde. Und ja, also ich habe viele Dinge, die ich gedacht habe, dann bei ihm in seinen Büchern wiedergefunden, dachte ich, wow, wie krass ist der David Icke, ja. Und das Spannende ist, er hat Mond-Uranus und die Sonne ist im Sextil zum Uranus. Auch wieder eben dieser uranische Geist, der eben auf die Erde einwirkt. Neptun am Aszendent, er wird geführt quasi, ist eine gewisse Medialität und Offenheit, er wird geführt. Und das Gute ist, dass er sich eben von diesen Inspirationen führt und eben durch das er eben diesen uranischen Geist eben wirklich über den Tellerrand schaut und eben wirklich auch Geschichte, ja, Krebs steht ja für das Werden und einfach auch diese Geschichte wirklich erforscht, wie es wirklich passiert ist, was ja der Däniken auch gemacht hat oder auch macht. Aber hier ist eben nochmal zu erkennen, Jupiter, Venus, ein Riesenherz, diese Herzlichkeit, die eben diese Liebe, die er in die Welt bringt, dieses Erwachen, einfach fantastisch. Und ich möchte jetzt abschließend für alle, die jetzt ein bisschen astrologischer vielleicht visiert sind, noch ein kleines Bonbon mitgeben. Du kannst mal dieses Horoskop hier, ja, gib das mal ein und mach mal ein Kombin oder Composite zu deinem und dann wirst du sehen, wie du auf diese Energie, die jetzt am 21.12., wie du die aufnimmst und was du manifestieren wirst. Das ist wirklich mega, mega erhellend. Ich habe das einfach mal hier für den David Icke gemacht, ich will jetzt nicht hier zu tief reingehen, weil es jetzt kein astrologisches Lehrvideo ist. Aber ich möchte einfach neue Sichtweisen bringen, dass du vielleicht dich noch mehr mit diesem Horoskop dich beschäftigst und vielleicht ein bisschen meditierst oder das auch mal auf deins drauflegst, was da nämlich passieren kann mit deinem Leben. Ich habe das einfach mit David Icke gemacht, das Composite-Horoskop gebildet. Also ich habe sprich dieses Horoskop und das Horoskop von Icke miteinander verbunden und ja, das kommt eben heraus. Das wird eben passieren, dass er als großer Lehrer wahrgenommen wird, der eben Uranus im 10. Haus, jetzt wird diese Revolution, die er eingeleitet hat, da wird so viele Veränderungen wird die bringen. Das, was er gesagt hat, da wird so vieles, ja, er ist der Zeit voraus gewesen und vieles, was er sagt, Mensch, ist ja Science Fiction, aber das wird Zeit, dass er hat in die Zeitlinie einblicken können und eben beschrieben. Und das ist eben Saturn-Uranus. Das habe ich übrigens dann nochmal, diesen Saturn-Uranus-Zyklus, schau dir die Sterne 2021 an. Dort habe ich diesen Saturn-Uranus-Zyklus nochmal ausführlicher erklärt, was der bedeutet und wie der wirkt. Aber er hat Saturn-Uranus. Er ist maßgeblich mit beteiligt bei der Erneuerung der Gesellschaft, beim Umsturz des alten Systems. Und das wird jetzt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten rasant fortschreiten. Er liefert da gute Ansichten, er ist ein Lehrer, er ist ein Botschafter, er ist ein Medium, er ist ein Wegbereiter, Vorbereiter. Ja, Sonne, Jupiter,
wo er eben eine wichtige Rolle spielt durch seine Bücher, die er geschrieben hat, durch diese Ideen, weil er nicht nur, sag ich mal, Schwachstellen aufzeigt vielleicht vom System, sondern auch wirklich, wie man es besser machen kann oder wer du eben bist, beziehungsweise wirklich Lösungswege aufzeigt. Er ist wirklich ein ganzheitlicher Philosoph. Und was er eben möchte, eben wirklich, dass die Gedanken geheilt werden. Weil das Problem liegt in unseren Gedanken, dass wir uns als kleine, begrenzte Menschen erleben, aber in Wahrheit sind wir Götter. Und da ist er einer der vielen, die diesbezüglich eine wunderbare Arbeit leisten. Ich könnte hier noch viele nennen, aber ich will es jetzt auch nicht sprengen, sondern wollte einfach nur eine Inspiration, mal ein, zwei große Geister hier nennen. David Icke und Erich von Däniken, die wirklich einen neuen kosmisches Bewusstsein hier auf die Erde bringen, dass wir eben nicht getrennt sind, dass eben die Geschichte der Erde auch mit der Geschichte des Universums zusammenhängt und dass eben Aliens, außerirdische Wesen schon immer engen Kontakt haben zur Erde und dass dieser Kontakt jetzt nochmal neu bewertet werden wird. In den nächsten 10, 20 Jahren wird ein neues Bewusstsein, ein neuer Umgang wird da erfolgen. So wie es vor 30, 40 Jahren mit vegetarischer Ernährung du irgendwie noch komisch warst, wenn du es getan hast und die meisten Menschen dachten, was bist du für ein Vogel eigentlich? Du kommst wohl von einem anderen Stern. So ist es ja heute völlig normal. Vegetarier, da gibt es ja sogar Veganen. Also ich sag mal, dieses Vegane ist jetzt eigentlich schon das eigentliche Vorherrschende, ja. Und genauso wird das mit diesem außerirdischen Bewusstsein sein, dass das heute werden die noch belächelt, aber in 20, 30 Jahren ist das Bewusstsein so weit, dass es, ja, ganz klar, diese Einheit mit anderen wird immer mehr erkannt und da wird unglaublich viel in den nächsten, es kommt darauf an, wie schnell die Menschen sich dafür öffnen, in diesen Aufstieg hineingehen und sich vom Licht und Liebe durchdringen lassen, wird das aber in den nächsten 10 Jahren, in den nächsten 20 Jahren, in den nächsten 30 Jahren eine Veränderung im Bewusstsein passieren. Ich bin mir sicher, dass das innerhalb dieses Zyklus sein wird, wenn Jupiter, Saturn, Wassermann, ja, das wird hier jetzt geschehen. Wenn du noch tiefer rein willst, empfehle ich dir Telegram. Gerade heute habe ich so eine spannende Botschaft aufgenommen für dich auf Telegram. Warum mache ich auf das Telegram? Weil ich dort einfach die Möglichkeit habe, Sprachnachrichten einfach aufzunehmen und zu veröffentlichen, ohne groß irgendwie Action machen zu müssen. Deswegen, wenn du tiefer eintauchen willst, vielleicht auch tägliche Unterstützung durch Sprachbotschaften wie diese, wie du hier die gehört hast, haben möchtest, folge mir auf meinen Telegram-Channel. Du findest den Link unterhalb des Videos. Und dann kannst du auch gleich die heutige aktuelle Botschaft dir anhören. Du kannst dir auch von anderen Tagen anhören, weil ich die immer so spreche, dass die nicht nur einen aktuellen Bezug haben, sondern ich gehe einfach auf diese Energien ein, die gerade wirken. Also du kannst dann auch andere anhören und die werden auch noch eine Gültigkeit haben, weil ich auf diese gesamten Prozesse immer eingehe. So, ja, ich bin ein Fan von diesem Zyklischen, dass wir, ja, diese Energien, wie sie eben jetzt wirken. Und das, darüber spreche ich dann immer wieder mal einen anderen Tag von dieser Energie, den Tag von dieser Energie, sodass du dann auch jede Menge Inspiration bekommst von den ganzen Sprachbotschaften, die gesprochen wurden, denn das sind alles Energietore, die dir helfen, in eine neue Energie hineinzukommen. Das ist einfach kosmisches Coaching der neuen Zeit. Wenn du noch tiefer eintauchen willst in die Jahre 2020 bis 2030, schau dir unbedingt dieses Video an. Dort habe ich noch ein, zwei andere Aspekte angeführt, die ich besprochen habe, die ich jetzt in diesem Video nicht besprochen habe, aber die zeigen, dass eine unglaubliche Transformation geschehen wird. Eine große Transformation, ein kollektives Erwachen wird in diesem Jahrzehnt, weil wir eine einzigartige Konstellation haben, die wirklich einfach nur wow ist. Eine riesige Chance wartet auf uns. Und eins kann ich so sagen, wir werden die ergreifen. Und je mehr du die bewusst dir machst und jetzt schon diesbezüglich da etwas in dir manifestierst, wirst du ein Pionier sein, ein Lichtarbeiter sein, eine Lichtarbeiterin, die eben bei diesem Wandel mitwirkt. Du bist dazu berufen. Du bist hier, du hörst dir dieses Video an, weil du dazu berufen bist. Weil du dazu berufen bist. Es ist eine Erinnerung an dich. Es ist ein Zeichen an dich. Schau dir gerne auch meine Video Die Sterne von 2021 an. Dort wird es auch noch weitere Informationen für dich geben. Und falls du noch nicht meine Meditation hast, trag dich auf robbyaltwein.com ein. Dann bekommst du auch den Newsletter mit allen neuen Videos. Sende ich dir immer wieder zu. Es gibt ja diese Wochenhoroskope, diese Wochenbotschaften, meine Monatsenergien, Jahresenergien und noch vieles anderes. Aber trag dich ein und hol dir direkt die Gratis-Meditation für dein wahres Selbst zum Download und arbeite mit dieser Meditation mal 20, 30, 40, 50 Tage und du wirst staunen, was passiert. Ich bekomme täglich
Zuschriften von Leuten, die mir über ja, ihre Erfahrung mit dieser Meditation sprechen und ich bin einfach immer wieder begeistert. Und diese Meditation ist kostenlos. Trag dich ein, du kannst sie gleich downloaden und anhören. Ich wünsche dir viel Freude. Ich danke dir für dein Vertrauen. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass einen Kommentar, gib mir gerne einen Daumen hoch und eins noch, folg mir auf Instagram, weil dort auch tägliche Inspirationen von Universumsbotschaften, aber dort eben eher als Textform von mir gegeben werden. Ich danke dir, wünsche dir einen fantastischen Tag, wünsche dir eine fantastische Zeit und ja, alles, alles Liebe. Hör dir gern dieses Video mehrmals an, weil das ist einfach auch ein Energietor, wo du noch tiefer in diese Wassermannsenergie hineinkommst. Denn ich wirke multidimensional. Alles Liebe. Bis bald. Ciao.